Im Unterschied zu Herrn Kollegen Verhofstadt bin ich nicht der Meinung, dass wir uns Pressemitteilungen, Besuche, Erklärungen sparen könnten, sondern ich bin heilfroh, dass diese Situation von Ende Dezember, Anfang des Jahres, wo die Europäer sich einen Dreck geschert haben um das, was in der Ukraine los war, dass diese Situation wieder überwunden worden ist. Es ist allerdings sehr bedauerlich, dass es erst zu dieser Eskalation und den Gesetzen für den Ausnahmezustand kommen musste, dass es zu Toten und diesen bekannten Folterungen kommen musste, bevor die Europäer wieder richtig an Bord gekommen sind in der Auseinandersetzung um die Ukraine. In der akuten Situation, so wie ich sie bewerte nach dem vierten Besuch, meinem vierten Besuch in diesem Winter, finde ich zum Beispiel jede Stunde, die Catherine Ashton mehr in Kiew ist, jede Stunde, die Kommissar Füle mehr in Kiew ist, um da zu reden, auch mit der Regierung, auch mit der Partei der Regionen, ist besser. Weil die Situation ist derartig unberechenbar. Keiner weiß, ob nicht doch plötzlich die Entscheidung kommt, dass das Parlament aufgelöst wird und die berühmten Marshall-Laws verkündet werden. Das hat Präsident Janukowitsch in der letzten Woche ja offen angedroht. Und viele Menschen in Kiew denken, dass nur weil Präsident Putin Ruhe haben will für Sotschi, dieser Zustand ja, des angedrohten Bürgerkrieges, dass der sich noch nicht materialisiert. Hat. Ich habe deshalb sehr darauf gedrängt, dass wir eine permanente Beobachtungsmission schaffen, dass wir mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments vor Ort sind, dauerhaft mit allen reden. Das sage ich hier auch noch mal für die ukrainische Öffentlichkeit, für unsere Kollegen in der Rada. Wir reden mit allen, weil wir immer noch nicht glauben können, dass tatsächlich Abgeordnete der Rada, die der Partei der Regionen angehören, mit denen wir über viele Jahre in Kontakt waren, dass die plötzlich für diese Eskalation einzutreten bereit sind. Diese Mission, unterstützt von nationalen Abgeordneten, halte ich für sehr wichtig, auch damit diese Gewalt nicht sich weiter ausbreitet. Was da stattfindet, dass Ärzte nicht mehr in Krankenhäusern arbeiten können und Verletzte retten können, weil sie bedroht werden. Dass frisch Operierte aus den Krankenhäusern entführt werden von unbekannten Kräften, die man den russischen Geheimdienst manchmal in den Medien dort zuordnet. Das sind doch Zustände, die sind unerträglich. Die Forderung, dass Finanzen vorbereitet werden müssen, dass wir in diese Lücke gehen müssen, die die Russen da jetzt gelassen haben, das unterstütze ich ausdrücklich, weil mit dieser großen neuen sozialen Bürgerrechtsbewegung ja, ist verbunden, dass ein Ziel für die Veränderung der Ukraine, dass diese Menschen nicht aufgeben werden. Sie ist viel stärker, als die Europäer das zuerst eingeschätzt haben. Und ich glaube, dass wir kein Interesse, gar kein Interesse daran haben können, dass dieses Land in der nächsten Zeit nicht nur in den Bürgerkrieg oder in bürgerkriegsähnliche Verhältnisse rutscht, sondern vorher noch bankrott geht. Das wäre für die Sicherheit und die Stabilität der Europäischen Union, des gesamten Kontinentes, wäre das eine Katastrophe. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gracias, gracias, Rebecca.